Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Dieses Mal möchte ich euch einen Mock, also eine Eigenkreation vorstellen. Hier sind sowohl Klemmbausteine von Lego als auch von verschiedenen anderen Herstellern verbaut. Alles was ich eben so da hatte. Und ich habe ziemlich viel Zeit und Liebe zum Detail reingesteckt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Es handelt sich um einen Supermarkt. Allerdings ein größerer Supermarkt, wo man neben Lebensmitteln auch noch so ein bisschen was anderes kaufen kann. Und da ihr von da oben nicht ganz so viel seht, nehme ich die Kamera runter und zeige euch das alles ganz genau. Gut, also bevor wir reingehen, beginnen wir mit der Außenfassade. Und ja, ihr habt recht. Der Supermarkt hat zwar alles Mögliche, aber kein Dach. Das liegt schlichtweg daran, dass wir gerade so viele Projekte gleichzeitig aufgebaut haben, dass ich für ein vernünftiges Dach keine Teile mehr gehabt hätte. Nicht ohne mit den Farben komplett daneben zu greifen. Hier draußen bekommen auch die Tiere, falls sie mitgebracht wurden, was zu essen und zu trinken. Und Hundekot kann man auch loswerden. Im Ein- und Ausgangsbereich finden wir natürlich eine Kasse. Hier hat jemand seinen Einkaufszettel hingelegt und eine Münze. Dann haben wir hier oben eine Schublade für Kleingeld. Und hier unten eine Schublade für die größeren Scheinchen. Wie findest du den Supermarkt? Super. Möchtest du losspielen? Ja. Gut, dann gehen wir mal rein. So, was wollen wir als erstes kaufen? Na, also ich würde einen Fisch bevorzugen. Nee, Fisch mag ich nicht. Okay. Mal sehen, was es gibt. Mais, Traum, Käse. Jetzt bin ich der Käseverkäufer. Na, mein Herr, was bieten Sie denn heute an? Käse. Und was?
Was für einen Käse? Schweizer Käse, großer Käse. Okay, ich gehe dann mal weiter. Ah, hier gibt's Eis. Was, Eis? Hallo, Halli, Hallöchen. Wollen Sie vielleicht auch einen Muffin? Wo gibt's denn die? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall bekommt ihr erstmal ein Eis. Was will denn der ein blaues Unterteil habt und rote Ärmel? Also ich möchte ein riesiges Vanilleeis. Oh, das ist lecker. Und kostet auch nur 1 Cent. Juhu! So, ich möchte bitte eine Ananas. Wie bitte? Na, ich möchte gern ein Ananas-Eis. Wir haben eigentlich nur Wassermeloneis. Dann nehme ich Schokoeis. In einer Schokowaffel. Oh, das würde ich bevorzugen. Also, dann esse ich jetzt mein Ultra-Schoko-Ultra-Eis. Also, mein Eis hat 3 Kugeln. Mehr als dein Eis. Na und? Können wir die wohl auch noch tragen? Dann brauchen wir eben keine Donuts, aber das nächste Mal. Ja klar. Aber dann gibt's kein Eis. Was? Kein Eis? Nee, dann verzichte ich auf einen Donut. Hoffentlich hat jemand was bemerkt. Okay, was hat denn hier so gescheppert? Nichts, das war mein Popo. Also. Ah ja. Gut, was brauchen wir noch? Auf meinem Zettel steht eine Teekanne. Okay, da hinten habe ich eine gesehen. Jetzt brauchen wir noch einen Kürbis. Ich nehme den mit dem langen Strohhalm. Brauchen wir noch was aus der Obst- und Gemüseabteilung? Also, wir brauchen noch eine gelbe Tomate. Okay, die ist da ganz unten. So, und noch was? Ja, 2 rote Paprika und 1 grüne. Meine Mama fragt. Mama, sind wir fertig? Ach ja, Limetten. Also, 2 Eier, eine Cola-Flasche. Aha, aha, aha. Das macht bitte 100 Lira. Was wollen Sie denn? 2 leckere Donuts und diese beiden Küchlein mit Rosa in der Mitte. Es gibt ja sogar eine Digitaluhr. Damit die Leute wissen, wie spät es ist. Falls die schon eine ganze Stunde einkaufen. Möchtest du noch irgendwas sagen? Das ist ein echtes Prachtexemplar, dieses Bauwerk. Hat auch viel Zeit gekostet, aber hat Spaß gemacht. So, ihr Lieben, das war's für heute. Wie ihr seht, Fünfer hat's gefallen, man kann super damit spielen. Wahrscheinlich hat er noch 1000 Ideen mehr, wenn ihm keiner dabei zuguckt. Ich fand es auf jeden Fall mal eine ganz coole Erfahrung, selber was zu entwickeln, so wie ich mir das vorgestellt habe.
Einerseits stößt man an seine Grenzen, weil man natürlich nicht jedes Teil da hat und vor allem nicht in unbegrenzter Anzahl. Andererseits hat man auch unendlich viele Möglichkeiten. Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mal gucken, was ich jetzt nächstes kreiere. Ich denke, mein nächstes Projekt wird ein eigener, richtig cooler Bauernhof. Da ich natürlich nicht alles unbegrenzt habe, werde ich dann natürlich viele Sachen, die hier jetzt gerade im Supermarkt sind, auch für den Bauernhof verwenden. Aber es ist ja der Sinn der Sache, dass man die Sachen immer wieder verwendet. Auf jeden Fall, falls ihr Lust habt, uns zu unterstützen, lasst gerne einen Daumen hoch oder ein kostenloses Abo da. Und wenn ihr jetzt Lust bekommt habt, Bausteinchen zu kaufen, tut das gerne über einen der Links in meiner Beschreibung. Kostet euch nicht mehr, ich kriege eine kleine Provision. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.